Guten Abend, liebe Leute. Ich bekam einen Link zugeschickt. Bundestag erklärt eine irritierende Maskenempfehlung und rudert zurück. Ein Artikel im Fokus. Ich habe den natürlich durchgelesen. Ja, Maske doch oder nicht. Und dann sagt Schäuble dies und dann sagt der das und dann sagt dieser jenes und so weiter. Ich habe das Ding bis zum Schluss durchgelesen und man liest ja bis zum Schluss. Und jetzt bin ich über was anderes gestolpert. Die Hausmitteilung richtet sich an die Beschäftigten der Bundestagsverwaltung. Die verschickte Hausmitteilung richtet sich vorrangig an die, Achtung, jetzt festhalten, 3.100 Beschäftigten der Bundestagsverwaltung sowie die knapp 2.800 Mitarbeiter der Abgeordneten in Berlin. Also wir haben 709 Abgeordnete, dann hat jeder noch, na, sagen wir einfach 4 Mitarbeiter im Durchschnitt, ne, dann kommen wir auf 2.800 zusätzliche Mitarbeiter. An die war das gerichtet. Wieso hat mich das jetzt hier so aufmerksam gemacht? Wir nehmen einfach mal den Rechner und sagen, wir rechnen mal was zusammen. Sie sagen mal 3.100, das sind dann 5.900 Mitarbeiter, irgendwie Angestellte, Beschäftigte, beschäftigt wohlgemerkt, ne? Beschäftigt, die arbeiten nicht. Und wir sagen wir mal, naja, immerhin Bundestag, wir geben denen mal 4.000 Euro. Dann haben wir also 23 Millionen pro Monat, die wir schon mal dafür ausgeben. Das rechnen wir mal 12. Dann haben wir schon mal 283 Millionen, die wir für die Angestellten und Co. ausgeben. Naja, das muss ja auch irgendwie erhalten werden. Ne? Das nehmen wir mal in den Speicher. Wir gucken nochmal, es ist nichts drin und jetzt tun wir es in den Speicher. Gut, jetzt ist es drin. Dann sagen wir mal 709 Bundestagsabgeordnete und denen geben wir mal, ach komm, wir sind nett, 6.000 Euro. Ich weiß, es ist mehr, aber na, machen wir mal. Hätten wir schon mal 4 Millionen für die, pro Monat wohlgemerkt, mal 12 hätten wir das pro Jahr. Das sind also auch schon mal 51 Millionen, die man gut einsparen könnte, die rechnen wir dazu. Wir haben jetzt also schon alleine für den Bundestag und seinen Erhalt für diese wichtigen Menschen 334 Millionen pro Jahr, die wir dafür ausgeben. Der Staat gibt es aus, ne? Also besser gesagt, wir, die wir Steuern zahlen. Das hat mir keine Ruhe gelassen, ich habe mal weitergerechnet. Ich habe dann nachgeforscht, ich mische jetzt manchmal ein bisschen die Zahlen 2019 und 2018, es ähnelt sich. Wir haben rund 800 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Das behalten wir mal im Kopf. In diesem Fall mal von 2018, woraus setzen sich die Steuereinnahmen zusammen? Vor allem aus der Umsatzsteuer. Das ist ein gutes Zeichen insofern, nur insofern, dass ja auch diese Beamten und Co. und so weiter, ich komme da noch auf ganz andere Zahlen, dass die ja auch Umsatz machen. Die kaufen was und müssen auch ihre Umsatzsteuer abführen. Auch die müssen Lohnsteuer abführen. Auch die müssen, weil sie wirklich hohe Einkommen haben, Einkommensteuer abführen. Jetzt nagelt mich nicht fest, ja, der und der nicht und der das. Oder Gewerbesteuer müssen die nicht abführen, Energiesteuer müssen sie alle abführen. Körperschaftssteuer müssen Kapitalgesellschaften abführen. Also gut, das sind dann die anderen. Ne? Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag, also Ertrag wieder, was die Arbeitenden dann letzten Endes bringen. Und der Soli-Zuschlag, der zählt auch. Für alle und die Tabaksteuer, für die, die rauchen und die Grundsteuer im Allgemeinen werden ja unsere Bundestagsabgeordneten sich auch ganz gute Grundstücke leisten. Ne? Die Grundsteuer müssen sie auch abführen und sonstige Steuern. Nebenbei bloß mal, dass man es weiß, Steuern sind nicht zweckgebunden. Das muss man wissen. Das heißt also, wenn jemand, sagen wir mal, Straßensteuer zahlt, also sprich Benzinsteuer, dann kann man nicht sagen, ja, das darf aber dann nur für Straßenbau verwendet werden. Oder man kann auch die Steuer in die Rente pumpen, ne? Und so weiter. So. Gut, wir gucken mal weiter. Das hat mir natürlich, wie gesagt, keine Ruhe gelassen. Lässt sich alles downloaden, will ich jetzt gar nicht alles verlinken. Das wäre albern, kann jeder sofort nachgucken. Ich habe jetzt von dieser Seite Beschäftigte nach, das hier, Statistisches Bundesamt, nach der Art des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, Beschäftigungsverhältnisse sollte man eher sagen, da haben wir da eben 1,7 Millionen Beamte und Richter und Berufs- und Zeitsoldaten und Arbeitnehmer auch. Ach, hier heißt es gar nicht Arbeitnehmerinnen. Haben sie wohl vergessen. Immerhin, vor einem Jahr, da war ja dieser alberne Quatsch schon gängig. Ne? So, also,
Ich will das gar nicht jetzt alles aufzählen, sondern wir sagen mal einfach, insgesamt haben wir 4,884 Millionen Leute im öffentlichen Dienst, ob als Beamte oder Richter oder sonst was. Okay. Und das rechnen wir mal zusammen, die müssen ja auch bezahlt werden. Und wir hatten ja schon eine erhebliche Summe hier im Speicher. Jetzt sagen wir gut, also, ne, nochmal gucken, im Speicher sind sie drin. Gut, jetzt rechnen wir diese 4, 8, 8, 4, 8, 0, 0. Jetzt haben wir diese 4,8848 Millionen. Insgesamt im öffentlichen Dienst- und Arbeitsverhältnis und denen geben wir mal 4.000 Euro im Durchschnitt. Wir dürfen nicht vergessen, dass bestimmte Bereiche, also wo welche in der Gemeinde als Hausmeister arbeiten, dann wirklich nur in ganz schlechten Gehaltsstufen bezahlt werden und dann haben wir natürlich auch viele, die gut bezahlt werden und so weiter. So. Nebenbei wisst ihr ungefähr, was Lehrer verdienen, so brutto? 5.000, 5.600 brutto, brutto. Wohlgemerkt. Netto ist weniger, ist klar. Abzüge. So, jetzt hatten wir diese 4,8 Millionen und denen geben wir mal im Durchschnitt 4.000 Euro. Im Durchschnitt. Oh. Puh. Da sind wir schon mal monatlich bei 19 Milliarden. Na gut, mal 12. Muss ja sein. Landen wir bei 234 Milliarden pro Jahr. Das wollten wir noch speichern. Wir hatten ja schon die Bundestagsabgeordneten, ne? Und sagen wir die Erhaltung des Bundestages mit lumpigen 19 Milliarden pro Jahr, wohlgemerkt. Aber halt, ich habe natürlich auch auf diesen Seiten des Statistischen Bundesamtes nachgeguckt und siehe da, insgesamt haben wir nämlich noch Pensionäre, Witwen und Waisen und so weiter und Soldaten nachkommen und Soldaten, die ausgeschieden sind und so weiter, 1,3 Millionen, Achtung, rechnen wir mal zusammen. Das hatten wir in den Speicher getan. Mal gucken. Ja, da, ne, da ist richtig viel Geld drin schon. Also, 1, 3, 1, 3, 3, 0, 0. Jetzt haben wir die 1,3 Millionen. Und denen geben wir mal bloß 2.000 Euro. Witwenrente, Waisenrente und Pensionsbezüge. Ne, wir sind da mal nett. Oh, verdammt. Das ist ja schon wieder eine Wahnsinnszahl, ne? 2,6 Milliarden. Mal 12, werden wir wieder was zusammen haben. Also 31 Lumpiche, 31 Milliarden, die tun wir mit in den Speicher und wir gucken mal, was alleine der öffentliche Dienst so kostet. 266 Milliarden. Wie war das? Was hatten wir an Steuereinnahmen? Runde 800. Und was sagte unser Rechner? 266 Milliarden. Das heißt also, ein lockeres Drittel, ne, kann man sagen, geht alleine dafür drauf. Ich meine jetzt noch gar nicht diese ganzen Unterstützungsprojekte für A, B, C und D und sonst was für NGOs und ABCs und, ne, und so weiter. Die meine ich noch gar nicht. Jetzt guckt euch das mal an. Ich habe jetzt gar nicht rausgesucht, wie wenig wir für Bildung ausgeben. Aber die 266 Milliarden, ob die stimmen, habe ich natürlich auch geguckt. Personalausgaben und da haben wir hier aufgeschlüsselt mit Bezüge, Nebenleistung, Versorgungsbezüge, tralalalalala. Das war jetzt in diesem Fall von 2000. 16, 271 Milliarden. Also liegen wir mit den 266 Milliarden gar nicht so schlecht. Nicht allzu falsch gerechnet. Ja, dann lässt sich mal ganz schnell abziehen, dass wir natürlich Rüstungsausgaben haben, die keine Rüstungsausgaben sind, weil es nur Planungsausgaben waren. Planungsausgaben in Form von, wie sagt man dann, ja, Gorch Fock, ist ein bisschen teurer geworden als sonst. Milliardengräber für irgendwelche Flughäfen, die wir ja alle kennen, die nicht in Betrieb genommen werden können. Und jedes Mal, wenn dann ein neuer kommt, der sagt dann, wir müssen es aber jetzt diesmal richtig planen, dann gibt es wieder ein Ingenieurbüro, was dann da dran hängt und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt auch noch gar nicht diese verrückten Projekte, wo irgendwelche Kinder noch zusätzlich betreut werden müssen und im sozialen Bereich dies und das ausgegeben wird und dann kommen Flüchtlinge dazu und die Flüchtlingskinder und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, wo das ganze Geld verschwindet? Nicht nur im Straßenbau, nicht nur in den Schulen, nicht in der Forschung, nein, auch hier. Und jetzt hoffe ich, dass allen ein Riesenlicht aufgeht, ein wirklich hoffentlich Riesenlicht, denn
diese Bevölkerungsgruppe, diese, die 4,8 und die 1,3 Millionen dazu, rund 6, noch was Millionen, sagen wir ruhig 6,2 Millionen, dass wir die mit unserem Infostrich gar nicht erreichen, garantiert nicht. Was wir nämlich alles machen, das steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, wie gesagt, wir machen was, wir machen es gut, das zweifellos. Ich sage nicht, dass wir aufgeben sollen. Ich sage nicht, dass das alles witzlos ist. Wir sind ja immer mehr geworden. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir die 1,3 Millionen und die 4,8 Millionen und jetzt die ganzen Rentner noch sowieso, dass wir die bestimmt nicht mehr erreichen. Na dann. Jetzt habe ich euch hoffentlich nicht die Hoffnung genommen. Obwohl es mir dann so ging, als ich dachte, oh Gott, das ist ein Riesenteil. Und der hat einen Rieseneinfluss. Und dann noch die ganzen Luftjobs der Leute, die witzlos sind. Die sich an uns letztens auch bloß bereichern, weil wir zu blöd sind. Zu blöd, die Kinder zu lehren, zu blöd, die Kinder zu erziehen. Da entsteht dann diese und jene Institution, zu blöd zum Einkaufen, da entstehen dann Verbraucherorganisationen, zu blöd zum dies, zu blöd zum das. Merkt ihr was, wir brauchen Bildung, verdammt nochmal. Aber wie heißt der alte Spruch, halt du sie mir dumm, ich halte dir fromm. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wer zu wem was gesagt hat. Der Spruch, der ist schon aus dem Mittelalter. Halt du sie mir dumm, ich halte dir fromm. Der gilt heute noch. Wer würde denn sonst den ganzen Blödsinn kaufen? Weil er alles wegschmeißt. Wer würde denn den ganzen Blödsinn überhaupt kaufen müssen und nicht mehr reparieren lassen oder wenn er es nebenbei noch hinten reingeschoben kriegt? Sozialversicherung heißt nicht Sozialamt, Sozialhilfeempfänger. Könnt ihr euch vorstellen, was hier in Deutschland los ist? Was wir noch zu tun haben? Naja, ich hoffe, der Gedankenanstoß ist groß genug. Unten in der Videobeschreibung steht es und für alle, die neu dazugekommen sind, heute kam mal nicht so viel, denn ich habe gestern schön aussieben können, die letzten zwei Tage schön aussieben können. Wer nicht zuhören kann, wer zu bequem, zu dumm ist, zuzuhören, ja, den brauche ich hier auf diesem Kanal nicht mehr. Der soll lieber hier zu diesen oder sonst was gehen. Wirklich, ich habe keine Lust mehr, was das angeht, diese Leute zu bekehren. Aber alle, die neu aus Interesse gekommen sind und sich darüber jetzt Gedanken machen, die werden hier einen Link sehen, wie komme ich denn mit dem Handy in die Videobeschreibung. Es gibt nämlich auch viele, die haben ein Handy, können damit telefonieren, sind jetzt ganz froh, dass sie mal ein YouTube-Video haben, aber haben eigentlich sich sonst nie mit diesem Ding beschäftigt. Kann man den Leuten nicht krumm nehmen. Dann erscheint jetzt hier der Link gleich. Und hier drüben erscheint der Link, da könnt ihr dann draufklicken und kommentieren, was euch zu dem ganzen Thema eingefallen ist. Macht was, aber macht's gut. Einen schönen Abend für euch alle. Tschüss.